Das 16. Countryfest des ESV Neubau Siedlung in Hönigsberg, das am Samstag, dem 27. Juli 2024 stattfand, war wieder ein großer Erfolg. Die Dreamcatcher Line Dancers und die Countryband New West sorgten für tolle Stimmung unter den zahlreichen Besuchern, während die Gäste mit Speis und Trank aufs Beste versorgt wurden. Auch für die kleinen Gäste gab es ein abwechslungsreiches Kinderprogramm. ESV-Obmann Bernd Rubendunst zeigte sich sehr zufrieden. Ja, das ist richtig. 27. Juli, Countryfest in Hönigsberg zum 16. Mal. Begonnen 2007. Einmal haben wir es leider wegen Corona aussetzen lassen müssen. Was will man sagen? Schaut's da rein. Batzen Leid, super Musik, Wetter, perfekt. Gibt nicht mehr zum Sagen. Wie ist das eigentlich vor 16 Jahren entstanden? Ja, wie ist das vor 16 Jahren entstanden? Ja, von meinen Vorgängern aus Erzählungen weiß ich, da kann der Kurt dann näheres sagen, es ist Sommerfestl, Maibaum umschneiden, das ist alles nicht so gut gegangen, nicht angezogen worden. Dann ist unser Kassier, der Kurt, ein versierter Country-Fan, mit der Idee gekommen, machen wir Country-Fest. Die ersten ein, zwei Mal, glaube ich, noch ohne Zelt. Und jetzt ernten wir die Lorbeeren und den ganzen Erfolg. Dazu ein Countryfest zu organisieren. Naja, es hat zur damaligen Zeit im Zuschlag einen Country Club gegeben und der damalige Obmann von diesem Country Club und ich als Country Fan war beim Club dabei und da habe ich zu ihm gesagt, was wäre, wenn wir mal zusammen irgendwas machen. Und da machen wir eben eine Veranstaltung und das erste Jahr überhaupt war es im Edlacher Hof draußen, das war im gemeinsamen Country Club. Und dann haben wir gesagt, wir machen es selbst bei unseren Runden. Und ich habe das Glück gehabt, dass der damalige Obmann, der Oda Günther, voll auf unserer Seite war und gesagt hat, das ist eine Marktlücke, das ist eine gute Idee, probieren wir es. Die ersten zwei, drei Mal, naja, wir haben spärlich angefangen, das, ja, wie es jetzt ist, wenn man halt neu anfängt mit irgendeinem Fest. Aber in der Zwischenzeit hat sich dieses Fest in Österreich eigentlich etabliert. Es kommen Oberösterreicher, es kommen Wiener, es kommen von Graz Leute, es sind sehr viele Auswärtige heute hier und das macht mich schon ein bisschen stolz. Die Neuauflage im nächsten Jahr ist bereits in Planung. Erlebe den perfekten Ausklang deines Arbeitstages beim After Work Market 2024. Unter dem Motto Feier den Feierabend laden wir dich ein, von Juli bis September gemeinsam mit anderen den Abend zu genießen. Tauche ein in eine lockere Atmosphäre voller Lebensfreude auf dem Hauptplatz in Bruck an der Mur. Erlebe am 11. Juli, 8. August und 12. September eine einzigartige Vielfalt an Getränken, die deinen Feierabend versüßen. Lass dich von guter Musik und entspannter Stimmung verzaubern, während du neue Leute triffst und den Stress des Tages hinter dir lässt. Komm vorbei und sei Teil eines Events, das mehr ist als nur ein Markt. Es ist dein wöchentlicher Treffpunkt zum Entspannen und Genießen. Sea Abschiedstour in Kindberg. Ein unvergessliches Konzerterlebnis. Der emotionale Höhepunkt des Jahres. Der Kurs geht nach Kindberg. Und an alle, die am 3. August noch nicht so recht wissen, wie es starten, ja, zum Dessert kommen. Kindberg, 3. August, darauf freuen Sie. Eure Sea! Die legendäre Band Sea verabschiedet sich auf ihrer großen Abschiedstournee und kommt am Samstag, den 3. August 2024, nach Kindberg. Bist du auf der Suche nach einer Top-Ausbildung?
Ein abwechslungsreicher Alltag, gutes Teamwork und ein guter Verdienst sind dir wichtig? Dann ist eine Lehre bei der Master Builder Solutions in Krieglach, dem branchenführenden Arbeitgeber der Bauchemie, genau das Richtige für dich. Wir bieten auch dieses Jahr wieder Ausbildungen in verschiedenen Bereichen an. Bewerbe dich jetzt als Chemielabortechnikerin, Prüftechnikerin oder Industriekaufmann oder Kauffrau und werde Teil unseres Teams. Mit einer Lehre bei Master Builder Solutions wirst du Teil einer zukunftsorientierten Branche, die Wissen, Praxis und Kreativität verbindet. Wir freuen uns auf dich. Gewinne einen von 100 Gutscheinen und Eintrittskarten im Gesamtwert von über 5000 Euro. So einfach geht's. Unsere Facebook-Seite liken, den Beitrag teilen und uns verraten, warum du MEMA TV schaust. Das Gewinnspiel läuft bis zum 31.07.2024, also schnell teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen. Hinweis: Die Gutscheine sind nicht in bar einlösbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang mit Facebook. Die Gewinner werden über Facebook benachrichtigt. Mach mit und sicher dir deine Chance auf tolle Preise. Gastgeberin werden und genießen. Als Gastgeberin für eine Kettenpflicht-Schmuckparty profitieren Sie doppelt. Genießen Sie schöne Stunden mit Ihrer Familie, Freundinnen oder Kolleginnen in entspannter Atmosphäre und erhalten Sie 10% des gesamten Umsatzes in Form von Schmuck aus der aktuellen Kollektion. Bei Durchführung einer Schmuckparty schenken wir Ihnen zusätzlich ein besonderes Schmuckstück im Wert von 39 Euro. Oder werde Schmuckberaterin, mach deine Leidenschaft für Schmuck zum Beruf. Remember your dreams. Werde deine eigene Chefin, starte dein eigenes funkelndes Business, wir unterstützen dich. Für alle, die wissen wollen, was politisch im eigenen Bezirk passiert und nicht nur, was in Brüssel diskutiert wird. Für alle, deren Herz beim Feuerwehrfest höher schlägt als bei den Oscars. Für alle, die statt nur informiert zu werden, das eigene Grätzl auch mitgestalten wollen. Aus Liebe zur Region. Meinbezirk.at. Du hast ein neues Lied geschrieben, das du der Welt zeigen möchtest? Dann ist ein Videoclip die perfekte Möglichkeit, um deine Musik zu vermarkten und ein größeres Publikum zu erreichen. Ich bin ein erfahrener Videoproduzent und habe schon viele Musikvideos für verschiedene Künstler erstellt. Ich kann dir helfen, deine Vision für deinen Videoclip zu verwirklichen und ein professionelles Ergebnis zu erzielen. Melde dich noch heute bei mir, um ein unverbindliches Angebot zu erhalten. Wir besprechen dann gemeinsam alle Details deines Videoclips.